Am 23. April haben Sie wahrscheinlich auch gefeiert, Grillfeten, Feuerwerke, denn am 23. April war, Sie wissen es natürlich, es war der UNESCO-Welttag des Buches. Ja? Und zu diesem, darf ich sagen, kulturellen Hochereignis kommen wir jetzt. Da ist rechtzeitig ein Buch erschienen. Es ist, ich glaube, ein Buch wie ein Stadion. Ja? Viele halten es für, weil das Stadion ist, oberflächliche Comedy. Aber es verbirgt sich in Wahrheit Poesie dahinter. Und ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass ich mich freue, eine der stillsten unter den Vorleserinnen gewinnen gekonnt haben zu müssen, die uns diese vollzarte Lyrik angemessen vortragen wird. Hier ist Christine Prégnon. Zeitgenössische Lyrik, Band 1. Ich lese aus dem Zyklus Männer sind primitiv, aber glücklich von Mario Barth. Das Gedicht Nussloch. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt Bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt eine wahre Geschichte. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich so mit meiner Freundin in Nussloch. Pass auf, eine wahre Geschichte, kein Witz. Also ich so mit ihr in Nussloch. Nussloch, ne? Kennt ihr Nussloch? Ich so mit meiner Freundin in Nussloch. Beim Fabrikverkauf Hammer, pass auf. Kommt sie mit einer Handtasche an, pottenhässlich. Pottenhässlich, die Tasche natürlich, nicht sie. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt Bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt eine wahre Geschichte. Pass auf, pass auf, pass auf. Das war so eine Klemmtasche, kennt ihr? Kennt ihr Klemmtaschen, Klemmtaschen, ja? Die klemmst du so unter den Arm, kann der Achselbär reinwachsen, geil. Pass auf, ich sag, für was brauchst du die? Da sagt sie, ist echt wahr, kein Witz. Da sagt sie, die kann man so halten. Ist das nicht total mega geil? Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt Bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt eine wahre Geschichte. Pass auf, pass auf. Pass auf. Christine Prégnon.